Was denn jetzt? Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen und herzlich willkommen hier auf Dino Adventure. Heute ist mal ein abwechslungsreicherer Tag, wie sonst hier immer auf der Farm. Genau, wir machen nämlich einen Ausflug. Wir wurden von dem Landherrn, der hier auch dem Sebastian und der Monse das Land verkauft hat, eingeladen, sein Land mal irgendwie ein bisschen anzugucken. Und ja, wir lassen uns mal überraschen, was es gibt. Ein Picknick soll auch noch mit drin sein. Wir freuen uns auf jeden Fall, hier mal wieder ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Auf jeden Fall. Mal wieder ein bisschen was zu machen. Sebastian ist uns gerade abholen gekommen mit seinem Carlos. Ja, das ist Carlos, ein fast komplett originaler T2 aus dem Baujahr. 76. Casas y yo, en lo que le llamaban, tiene fotos donde los, ¿cómo se llama? En donde el toro entraba a la hacienda. Es la entrada, esta, uh-huh. Aquí en la entrada donde entraron ahorita, donde caminaron, por donde entraron es el becerro. Also das ist eine, also die Bullen, die haben die seit Generationen in der Familie und die hängen hier dann so raus wie die beiden Stiefel. Ahorita te va a llevar a ver otras y ya son muy diferentes a different. Y para el año es por ejemplo es más o menos esta, also no más atrás. ¿Así? Sí, estas son todavía más atrás. Han ido cambiando genéticamente. Ahorita los vas a ir a ver ya en vivo cómo es un toro más grande. Thank you.
gesagt. Buenos días, señor. Hola, buenos días, Emilio. Nur kurz zur Erklärung, warum da so viele Stierköpfe überall an der Wand hängen. Die Familie vom Emilio hier züchtet quasi die Bullen, die Edelbullen für die Stierkämpfe weltweit. Also quasi die Toreros bzw. die Manager der Stierkampfveranstalter weltweit aus Spanien, Portugal, Argentinien, wo es sonst noch überall Stierkämpfe gibt, kommen hierhin zum Emilio die Edelbullen einkaufen. Da hinten sind so ein paar Exemplare, die wurden über hunderte von Jahren möglichst maskulin gezüchtet, um ja. Die Ranch selber ist seit 1839 aktiv. Bullen sind noch älter. Über viele Generationen weg. Que apenas se van a tentar a torear un año y medio, dos por mucho. Ah, ok. Pero son puras hembras. ¿Es hombres o mujeres? Mujeres. Mujeres, ah, mujeres. Solo mujeres. Puras mujeres. Ah, ok. Y ahorita vamos a ver hombres. Ya. Yeah. Die Bullen hier, das sind keine normalen Bullen, die man so kennt für die Fleischproduktion, sondern das sind richtig auf Muskeln gezüchtete Tiere, Kampfbullen. Was da so an Fleisch rumläuft, da kriegt man doch gleich Bock auf ein saftiges Rumpsteak. Oder wie siehst du das? Eindeutig. Deiner Meinung. Ja. Die Esther ist in der Ranch, oder? Yes. Zamba, zamba. Este es el primo del Sancho. El primo del Sancho. Jane hat aber uns auf der Weide manchmal. Präparation der Arena, ne? Yes. Bullets. Embarcadero. Mm-hmm. The truck. Go. Das sind die schmalen Gänge, wo die Bullen durchgetrieben werden. Und da, wo die Kamera jetzt steht, da steht da normalerweise der LKW, wo die Bullen reingetrieben werden, wenn mal einer verkauft wird.
So, und hier geht's jetzt in die Arena, wo die Bullen trainiert werden. Das hier ist die Trainingsarena und von da oben können die Zuschauer und die Einkäufer dann zugucken und auf ihre Bullen, wie sagt man, bieten. Ja, hier oben sitzen dann die reichen Einkäufer aus aller Welt, aus Spanien, Portugal, Argentinien und wo sie nicht sonst noch alle herkommen. Und wir aus Deutschland. Wo auch immer die Stierkämpfe noch erlaubt sind und bewerten dann die Stiere, die hier einmal vorgeführt werden und können dann auf die jeweiligen Stiere auch bieten und der Höchstbietende, ja, kriegt dann den Bullen. Wir sind jetzt quasi zur High Society. Gracias. 10 Alkohol. Muchas gracias. ¿Quieren comer? Sí. Sí. Nos vamos al predio. Ok. Gracias. Salud. Salud. Salud, salud. So, jetzt haben wir hier noch ein richtig geiles Picknick serviert bekommen. Der Alejandro Antonio, ich hab's vergessen. Ich und Namen, ihr wisst ja schon. Ist wir jetzt beide sind aber nicht besser, wir wissen den Namen auch nicht mehr. Ist wieder gefahren und kommt uns jetzt in einer Stunde wieder abholen und wir können jetzt hier saugeiles Picknick genießen mit Sandwich und Käse und Wurst. Früchten. Das und sieht Wein. So geil aus. Wirklich. Einfach nur Hammer. Ja, dann guten Appetit. Willkommen zurück in Deutschland. Welcome back. Und wie die meisten von euch ja schon richtig vermutet haben, konnten wir deswegen letzte Woche kein Video hochladen, weil wir auf dem Rückweg nach Deutschland waren. Wir sind nämlich seit Samstag schon wieder in Deutschland. Genau, das war der 4. Juli letzte Woche und deswegen kam auch kein Video. Ihr hattet schon recht. Aber wie ihr richtig, wie ihr nicht richtig gesehen habt, das Bild, was wir gepostet haben, war nämlich tatsächlich noch in Mexiko. Ja, da war es wirklich so grün. Ja, war auf jeden Fall ein super schönes Erlebnis und mal eine echt schöne Abwechslung, diese Hacienda-Tour da gemacht zu haben. Und wir sind jetzt wieder in Deutschland. Wir konnten euch das leider nicht verraten, weil wir nämlich unsere Eltern überraschen wollten, mit denen wir jetzt auch hier stehen. Wir stehen an der Mosel auf einem Campingplatz. Das werdet ihr allerdings dann bald noch in den zukünftigen Videos sehen. Zu sehen kriegen. Und neben dir. Ja. Und wir haben auch übrigens einen Corona-Test gemacht am Flughafen. Genau. Das werdet ihr aber auch dann in den Videos noch sehen. Also wir brauchen jetzt keine Quarantäne machen und wir sind gesund. Ja, nur so konnten wir uns das jetzt erlauben, unsere Eltern hier zu überraschen. Genau. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre das sehr wahrscheinlich alles in die Hose gegangen. Als wir nach Hause gekommen sind, waren unsere Eltern nämlich beide nicht zu Hause und meine Tante hatte zum Glück einen Schlüssel, aber auch das werdet ihr alles in den nächsten Videos sehen, in den nächsten Wochen. Und jetzt beenden wir hiermit erstmal das Video und würden sagen, stop dreaming, start planning.
Vergesst auf keinen Fall, uns einen Daumen für das Video da zu lassen. Schreibt was in die Kommentare. Lasst uns ein Abo da und dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.